Ja, sehr geehrte liebe Frau Kroll, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Professor Zimmermann, Shalom, lieber Freund Moshe Zimmermann. Es freut mich, Sie und euch heute im Namen des Fritz-Bauer-Forums erneut hier im Justizzentrum Bochum begrüßen zu dürfen. Der Namensgeber unseres Forums war ein Überlebender des Holocaust. Er kämpfte in den 1920er Jahren gegen die aufkommende Nazi-Bewegung und nach 1945 für die Entnazifizierung Deutschlands. Er sei nach Deutschland zurückgekehrt, sagte Bauer einmal, weil er der jungen Generation etwas vom Widerstandsgeist und der Opposition der jungen Demokraten in der Weimarer Republik vermitteln wollte, der Demokratie nicht bloß Lippendienst leisten. Lassen Sie mich dieses für Bauer so zentrale Anliegen heute Abend aufgreifen und die Frage stellen, ob wir eigentlich diese Stimme des Widerstands der Überlebenden gehört haben. Die mit dem Appell des nie wieder verbundene Aufforderung an unser Handeln. Ich denke, es ist eine Frage, die sich kaum umgehen lässt, wenn eine rechtsextreme Partei, Sie haben es auch gerade angesprochen, mehr und mehr an Zuspruch gewinnt und sich Mitglieder demokratischer Parteien am rechten Rand ihre politischen Parolen schärfen. Ich denke, sie lässt sich auch nicht umgehen, wenn Kinder von Verfolgten des Nazi-Regimes wie Moshe Zimmermann, dessen Eltern in Hamburg lebten und 1938 im damals noch britischen Mandatsgebiet Palästina Zuflucht fanden, die Regierung ihres Landes als Kakistokratie bezeichnen, die Regierung der Schlechtesten, und Überlebende wie der Historiker Saul Friedländer das Land auf dem Weg in eine autoritäre Apartheid-Theokratie sehen. Wie gehen wir damit um? Und wie geht eigentlich Solidarität in dieser Lage? Diese Frage war im August 2023, als wir unsere erste gemeinsame Veranstaltung planten, schon längst ein drängendes Thema. Moshe Zimmermann gehörte als Teil der Protest- und Demokratiebewegung, die gegen die geplante sogenannte Justizreform der israelischen Regierung auf die Straße ging, zu denjenigen, die uns hier in Deutschland zuriefen: Solidarität heißt nicht schweigen. Und jetzt, nach dem Undenkbaren, dem 7. Oktober 2023, mit dem Überfall der Hamas auf Israel mit über 1200 Ermordeten und mehreren hundert Geiseln, was bedeutet Solidarität jetzt? Das waren Themen, über die wir gesprochen haben. Im Hinterkopf meist die Frage, die Moshe Zimmermanns Forschung begleitet: Wie können wir darüber sprechen, ohne zu vergleichen? Professor Zimmermanns wissenschaftliche Forschungsschwerpunkte sind die Geschichte der Französischen Revolution, der deutsche Nationalismus und Antisemitismus sowie die Geschichte der jüdischen Emanzipation. Er hat umfassend über die deutsche Sozialgeschichte des 18. bis 20. Jahrhunderts geforscht, lehrte an der Hebrew University in Jerusalem, wo er bis 2012 das Richard-Köbner-Zentrum für deutsche Geschichte leitete, und er war viele Jahre Gastprofessor an Universitäten in Deutschland. Wie vergleichende historisch-politische Forschung geht, das hat er in seinen Werken immer wieder deutlich gemacht. Er hat sogar gerichtlich erfolgreich erstritten, dass die Geschichtswissenschaft ohne die vergleichende Analyse nicht auskommt. Jedenfalls, wenn es darum geht, Unterschiede oder auch Wendepunkte in der Geschichte zu erkennen und daraus Schlüsse für die Gegenwart zu ziehen. Kurz gesagt, aus der Geschichte zu lernen. Lassen Sie mich diesen Abend damit eröffnen, dass der historische Vergleich nicht nur methodisch sinnvoll, sondern auch hilfreich ist. Denn angesichts des Anstiegs des Rechtsextremismus in Deutschland hat Moshe Zimmermann uns eben erst in der Zeitschrift Hannah Arendt die Alternativen vor Augen geführt, die es im Hinblick auf die Partei gibt, die sich gerne für die einzige Alternative bei uns hält. Aus der Erfahrung in Israel wirft er die Frage auf, ich zitiere: Wird die Brandmauer zwischen den etablierten Parteien und dieser Partei durchbrochen werden? Seine Antwort lautet, ich zitiere nochmals: Die Befürchtung ist, dass die Menschen am Ende sagen werden,
Es gibt keine andere Wahl. Wir müssen mit ihnen zusammenarbeiten. Von diesem Moment an wissen wir, wie die Katastrophe ablaufen wird, denn wir Israelis haben damit ausgezeichnete Erfahrungen. Netanjahu brauchte Otzma Yehudit, Ben-Gvirs rechtsextreme, fanatisch-religiöse Partei, zunächst aus parlamentarischen Gründen und dann als Minister. Nach diesem Vorbild ist zu befürchten, dass die Flut auch in Deutschland ankommen wird. So bitter und zugleich warnend, oder besser gesagt so aufschlussreich und solidarisch, kann ein vergleichender Blick aus Israel auf unsere Geschichte sein. Wobei Moshe Zimmermann optimistisch sein möchte, indem er betont, dass es einen Unterschied gibt, weil wir Deutschen verstünden, was das Dritte Reich war und anders als in Israel ein Schutzschild haben, unsere Verfassung. Ich darf damit das Wort an Moshe Zimmermann nach Israel weitergeben. Wir werden im Anschluss die Möglichkeit zu Fragen und einer Diskussion haben. Nochmals herzlichen Dank, Moshe. Jetzt hast du das Wort. Besten Dank für die Einladung. Besten Dank für die Einführung. Es tut mir leid, dass ich nicht den Mut hatte, also nach Bochum zu kommen. Die Situation hier im Nahen Osten, in meinem Land, ist eher ungewiss und deswegen ziehe ich es vor, hier zu bleiben, statt ins Ausland zu fliegen. Aber dank Covid-19 haben wir bereits Erfahrung genug, um Zoom-Übertragungen, und ich hoffe sehr, dass ich bei Ihnen auch auf diese Art und Weise ankomme. Der letzte Vortrag, den ich hier gehalten habe für ein Publikum von Yad Vashem, war über Januar 33 in Deutschland. Wie es dazu kam, dass am 30. Januar 1933 die Entscheidung fiel, Hitler zum Kanzler zu ernennen. Diese Frage ist nicht nur eine rein historische Frage für die Zuhörer. Das sind Zuhörer, die an Veranstaltungen von Yad Vashem teilnehmen. Die versuchen selbstverständlich, Schlüsse zu ziehen aus dem, was in Deutschland seinerzeit, genau vor 90 Jahren, passierte, für das, was in Israel geschehen könnte. Das heißt, alle Leute haben die Vergleiche quasi automatisch im Kopf. Man vergleicht die deutsche Gesellschaft im Januar 1933 mit der israelischen Gesellschaft im Jahr 2023. Und genauso vergleicht man, wenn man Deutscher ist, die Situation vor 90 Jahren mit der Situation in diesem Jahr. Das Aufkommen der AfD als Partei lässt Erinnerung wach zu werden, und man versucht, über den Vergleich irgendwie einen Weg für die Gegenwart, für die Zukunft zu finden. Man muss immer vorausschicken, der Vergleich bedeutet für den Historiker eben eine Methode. Das ist eine Methode, um Geschichte, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu verstehen. Das ist eine Methode, das ist nicht eine Vorentscheidung über die Identität der zu vergleichenden Elementen oder Geschehnisse. Indem ich A mit B vergleiche, bedeutet es nicht automatisch, dass A identisch ist mit B. Wir versuchen, über den Vergleich herauszufinden, wo die Ähnlichkeiten und wo die Unterschiede sind, um daraus Schlüsse zu ziehen. Das sind Schlüsse, die rein theoretischer Natur sein können. Es können aber auch Schlüsse sein, die sehr praktisch, sehr pragmatisch sein können. Historiker versuchen pragmatisch zu denken. Historiker betrachten ihr Metier als angewandte Wissenschaft. Und deswegen sind diese Vergleiche so nützlich, so wichtig
für die Analyse, die man als Historiker anbietet. Und dann kann man alles vergleichen, was zur Verfügung steht, also aus dem Arsenal der Geschichte, ohne selbstverständlich im Voraus darüber zu entscheiden, ob tatsächlich die zu vergleichenden Ereignisse oder Entwicklungen identisch sind oder eben nicht. Das Thema für heute ist eben das Thema der Solidarität mit Israel und diese Parole Solidarität bedeutet nicht schweigen, war früher, als wir über das Thema für heute diskutiert haben, genauso brisant wie heute. Man kann sagen, heute haben wir eine neue Situation im Nahen Osten, die diese Frage aus einem anderen Blickwinkel zu beantworten gibt. Es ist ja bekannt, im Jahr 2008 besuchte die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, Angela Merkel, Israel, hat vor der Knesset eine Rede gehalten. Und das ist die Rede, die für die allermeisten, die über Solidarität mit Israel noch heute diskutieren, eigentlich die Ausgangsposition. Also wenn ich nur aus dieser Rede die relevanten Sätze vorlese, jede Bundesregierung und jeder Bundeskanzler vor mir waren der besonderen historischen Verantwortung Deutschlands für die Sicherheit Israels verpflichtet. Klar, diese historische Verantwortung Deutschlands ist Teil der deutschen Staatsräson meines Landes. Das heißt, so geht es weiter, die Sicherheit Israels ist für mich, also Bundeskanzlerin Merkel, als deutsche Bundeskanzlerin niemals verhandelbar. Und wenn das so ist, dann dürfen das in der Stunde der Bewährung keine leeren Worte bleiben. Die Frage ist immer, wann kommt die Stunde der Bewährung? Selbstverständlich, so ein Ereignis wie der 7. Oktober 2023 bietet sich als Stunde der Bewährung an. Aber ich werde versuchen zu erklären, weshalb die Stunde der Bewährung etwas mehr ist als nur eine militärische Krise. Was eigentlich Israels Sicherheit als deutsche Staatsräson bedeutet, war ein Thema der Diskussion in Deutschland, vor allem seit 2008. Und was wir schon gesehen haben, waren Fragen, die gestellt wurden. Wie setzt man so ein Slogan, wie setzt man so ein Motto in Taten um. Nicht weniger als Alexander Gauland von der AfD-Partei hat diese Frage sehr offen gestellt. Ich zitiere, wenn Sie sagen, das heißt die Regierung, das Existenzrecht Israels gehört zur Staatsräson Deutschlands, dann müssen wir, so sagt Gauland, auch bereit sein, deutsche Soldaten zur Verteidigung des jüdischen Staates einzusetzen. Das war selbstverständlich provokant formuliert. Das ist eine Herausforderung an die deutsche Regierung. Und diese Frage der Teilnahme von deutschen Soldaten an der Verteidigung Israels wurde am 7. Oktober 2023, also vor etwa 3 Monaten, besonders akut. Und da hat ein Politiker der CDU, Roderich Kiesewetter, behauptet, und das kam eine Woche nach Beginn dieses Krieges, seine Antwort war, ja, Staatsräson
bedeutet auch, dass wir bereit sind, mit unserem Leben die Sicherheit Israels zu verteidigen. Also hier gibt es eine Antwort auf die Frage, auf welche Art und Weise kommt Solidarität mit Israel zum Ausdruck, wenn es ein Thema der öffentlichen Debatte in Deutschland wird. Das heißt, in einer Stunde der Bewährung muss auch der Deutsche als Soldat bereit sein, sein Leben einzusetzen, um Israel zu verteidigen. Das klingt sehr dramatisch, das klingt paradox, sogar absurd. Das lenkt aber, und das ist meine These, von der Hauptsache ab. Die Stunde der Bewährung, das ist meine Ausgangsposition, ist nicht der Krieg, sondern die normalen Zeiten vor dem Krieg. In den normalen Zeiten, in denen man eigentlich einen Krieg zuvorkommen kann. Das heißt, die Sicherheit Israel als deutsche Staatsräson repräsentieren oder zu behaupten, bedeutet, in Friedenszeiten sich um die Sicherheit Israels zu bemühen. Und sehe, also wenn man die Rede von Bundeskanzlerin Merkel verfolgt, sieht man, dass der nächste Satz nach den Sätzen, die ich vorher zitiert habe, der kommende Satz kommt, die sagt, Deutschland setzt gemeinsam mit seinen Partnern, und das sind vor allem die EU-Mitglieder, auf eine diplomatische Lösung. Also für sie war eigentlich selbstverständlich, dass der Einsatz für Israels Sicherheit, die Aktivierung der Sicherheit Israels als deutsche Staatsräson in einem diplomatischen Rahmen stattfinden soll. Das ist etwas, was mit der Zeit in der Diskussion untergetaucht ist. Man redet eher über Israel als deutsche Staatsräson, wenn es eine brenzliche Situation gibt, wie der Krieg jetzt seit dem 7. Oktober, und nicht während der Zeit, in der man sich vorbereiten kann auf eine Politik, die einen Krieg mindestens verschieben, wenn nicht verhindern, zu verhindern ist. Das ist aus meiner Sicht das eigentliche Problem mit der Umsetzung dieses Mottos Israels als deutsche Staatsräson. Man lässt diese Parole so stehen, als eine Parole, als eine Floskel, und man wartet so lange, bis eine Krise kommt. In dem Moment, wo die Krise vor der Tür steht oder wo die Krise schon stattgefunden hat, versucht man die Idee der Staatsräson mit irgendwelche Vorstellungen von Militärhilfe zu vereinbaren. Entweder so extrem, wie Gauland es da in seine Frage gestellt hat, oder Herr Kiesewetter, oder weniger extrem. Das heißt, entweder redet man dann über deutsche Soldaten, deutsches Militär, dass Israel zu Hilfe kommen soll, oder geht es um die Lieferung von Waffen oder Wirtschaftshilfe, um eben Israel stark genug zu machen, um eine Krise, eine militärische Krise zu bestehen. Das ist selbstverständlich zu spät. Das ist eigentlich eine falsche Interpretation der Grundidee der Sicherheit Israels als deutsche Staatsräson. Das ist aber nicht etwas, was überraschend ist. Die Solidarität mit Israel ist in normalen Zeiten, wo es keine Kriege gibt, nicht mehr als eine Parole. Wie kann man sich mit einem Land solidarisieren, wo es keine Krise gibt oder wo man nicht Bescheid weiß, wie genau Sicherheit aussieht? Aber wenn man Perspektive haben will,
wenn man auf die Zukunft bauen will, dann ist eben diese Zeit, die Friedenszeit, die entscheidende Zeit, um Solidarität zu zeigen und Solidarität als Antwort auf die Frage zu benutzen, wie kann man Israels Sicherheit, Israels Existenz als Teil der deutschen Staatsräson betrachten. Das war der erste Punkt im Rahmen der Diskussion, die wir ja gleich nachher noch fortsetzen. Der zweite Punkt zum Thema Beistand oder Solidarität mit Israel. Es gibt nicht nur diese Parole Israel als deutsche Staatsräson, es gibt auch eine Ausgangsposition, die quasi automatisch ist. Man identifiziert sich mit Israel, indem man sich mit der israelischen Regierung und mit ihrer Politik identifiziert. Man betrachtet dann die Regierung als absolute Repräsentanten Israels und der Sicherheit Israels. Klar, wenn man davon ausgeht, dass die israelische Gesellschaft eine demokratische Gesellschaft ist, dass die Regierung eine demokratisch verankerte Regierung ist, ist das selbstverständlich unproblematisch. Da kann man auf diese Art und Weise eine Identität schaffen zwischen Israel als Staat und seiner Regierung oder Regierungskoalition als Repräsentanten dieses Staates. Aber wir haben es in den letzten Jahren und insbesondere im letzten Jahr klar erkannt. Es besteht eine große Schwierigkeit, wenn man die israelische Regierung mit Israel und die Vorstellung dieser Regierung mit der Vorstellung von anderen über die Sicherheit Israels vergleicht und wenn man die miteinander identifiziert. Das Problem ist, dass eine Unterstützung für Israel, Solidarität mit Israel, zweigleisig laufen kann. Man kann automatisch solidarisch sein mit der israelischen Regierung, gleich was diese Regierung tut. Man kann aber auch solidarisch sein mit der Opposition. Und da wage ich hier auch einen Vergleich, der selbstverständlich nicht auf Identität hinausläuft, aber zum Nachdenken gibt. Als im Zweiten Weltkrieg der Widerstand in Deutschland versucht hat, also Vertreter des Widerstands versucht haben, Kontakt zum Ausland zu schaffen, um irgendwo Unterstützung zu bekommen, war die Reaktion eine abwehrende Reaktion. Also für uns ist Deutschland im Jahr 38, im Jahr, auch im Jahr 44, identisch mit dieser Regierung. Das heißt, also wir machen keine besonderen Überlegungen, wie wir zwischen der Regierung und der Opposition unterscheiden. Wir haben Deutschland als Angriffsfläche, das ist das Deutschland Hitlers und deswegen ignorieren wir die Opposition und die Oppositionellen in Deutschland, die Leute, die zum Widerstand gehört haben, haben selbstverständlich nicht genau begriffen, weshalb diese pauschalisierende Art von Bezug auf Deutschland von den Alliierten als selbstverständlich galt. Der Vergleich ist selbstverständlich sehr gewagt und der Vergleich soll selbstverständlich nicht darauf hinlaufen, dass wir in eine ähnliche Situation uns befinden. Aber die Frage ist akut, wenn man Solidarität zeigen will, mit wem in Israel, mit was in Israel kann man sich solidarisch zeigen? Im letzten Jahr wurde diese Frage zu einer besonders brenzlichen Frage.
Man hat in Israel eine Regierung, die rechtsextrem ist. Mindestens klare rechtsextreme Parteien oder Politiker als Minister und Vertreter hat. Und da muss eine demokratische Gesellschaft, wie die Deutsche, aber nicht nur die Deutsche, sich fragen, ob man mit einer solchen Regierung, mit einem solchen Israel, sich solidarisch zeigen kann. Oder soll man solidarisch sein mit der ursprünglichen Idee des Zionismus, mit der liberalen Demokratie in Israel, mit denen, die ohne eine schriftliche Verfassung treu zu den Grundlagen der demokratisch-liberalen Verfassung sind oder Gesetzgebung sind, die in dieser Zeit sich in der Opposition befinden und die eher auf der Straße als Demonstranten zu finden hat, als Mitglieder der Regierung. Selbstverständlich kommt sehr oft die Antwort, wir können als Land, als Staat, als Regierung, die deutsche Regierung, französische Regierung oder wer auch immer, nur mit einer Regierung auf der anderen Seite verhandeln. Das ist unser Bezugsobjekt und deswegen ist alles andere nicht mehr als Hintergrundmusik. Wenn man aber konsequent demokratisch im liberalen Sinn denkt, muss meines Erachtens die Antwort auf die Frage, mit wem solidarisieren wir uns, eine andere sein. Und das ist eben, man solidarisiert sich nicht nur mit dem Aushängeschild Israel, sondern mit dem demokratischen Israel, mit dem demokratischen Staat im Sinne der liberalen Tradition. Nicht Volksdemokratie oder irgendwelche Kombinationen, die eigentlich nur ein Tarnwort sind, um eine Diktatur zu Diktatur oder die Existenz einer Diktatur zu verbergen. Die israelische Regierung ist noch keine Regierung in einer Diktatur, aber das ist eine Regierung, die klare antidemokratische Züge hat und die eben es verdient hat, kritisiert zu werden. Da kehre ich wieder zurück zu der Aussage von Bundeskanzlerin Merkel. Kann sich eine Regierung es leisten, kritisch sein gegenüber einer Regierung, die vom Volk des anderen Landes gewählt wurde? Ist das nicht eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten, in diesem Fall Israels? Das ist der Vorwurf, den meist die israelische Diplomatie und die israelische Politik macht. Aber da müssen wir wieder die Worte der Bundeskanzlerin ernst nehmen. Die sprach von einem Einsatz für die Sicherheit Israel als deutsche Staatsräson. In dem Moment, wo das deutsche Staatsräson ist, geht es nicht um eine Einmischung in die Angelegenheiten einer anderen Regierung. Da geht es um die eigene Gesellschaft, um die eigene Politik, weil es deutsche Staatsräson ist. Das ist nicht die israelische Staatsräson alleine. Dabei belasse ich hier diesen Punkt. Wenn man von Solidarität spricht, versucht man sehr oft, diese Fragen, die ich jetzt behandelt habe, irgendwie beiseite zu schieben, weil eben die Furcht besteht, es wird trotz allem eine Einmischung sein in die Angelegenheiten eines anderen Staates. Das ist in der Regel kritisiert von der Diplomatie und von der Politik des anderen Staates. Deswegen muss man sich auf etwas anderes konzentrieren.
Und da kommt die Solidarität eher zu Wort, wenn man sich auf ein anderes Slogan konzentriert. Diesen Slogan haben wir schon heute in der Einleitung gehört. Nie wieder. Was heißt dann nie wieder? Klar, in einer Situation wie am 7. Oktober, nie wieder darf Israel allein gelassen werden. Wir müssen uns mit Israel in dieser Stunde solidarisieren. Das ist eine klare Sache. Aber in anderen Situationen schon vorher und auch erst nach dem 7. Oktober versuchte man, den Fokus etwas zu verschieben. Nie wieder bedeutet nicht nur Juden in Israel oder Israel als Judenstaat. Es geht jetzt viel mehr oder nicht weniger um Juden in Deutschland, Juden auf deutschem Boden. Nie wieder dürfen Juden auf deutschem Boden diskriminiert werden, verfolgt werden, selbstverständlich pogromiert werden und gefährdet werden. Das Nie wieder ist die andere Facette dieses Slogans von Deutschlands Verantwortung für die Sicherheit von Juden, nicht nur in Israel, sondern auch in Deutschland. Das ist aber ein Slogan, den man mit Inhalt füllen muss. Nie wieder was. Also wenn ich gesagt habe, nie wieder diskriminiert, nie wieder verfolgt, nie wieder massakriert, reicht das aus oder sollte man an die Wurzeln gehen? In der Regel ist die Antwort, und die ist meines Erachtens berechtigt, die Antwort ist, wir müssen, das ist unsere Aufgabe, wenn wir solidarisch sein wollen mit den Erben der Opfer von damals, müssen wir gegen die Ursache kämpfen und die Ursache ist eben der Antisemitismus. Das ist etwas, was Ihnen allen gut bekannt ist. Diese Parole, Antisemitismus in Deutschland, muss bekämpft werden. Deswegen hat man auch eine Reihe von Antisemitismusbeauftragten in Deutschland. Man hat sehr viele Reden gehalten und ich nehme an, dass zum 27. dieses Monats, das heißt in etwa 10 Tagen, diese Parole wieder ganz obendrauf stehen wird. Nie wieder Antisemitismus in Deutschland. Wir bekämpfen den Antisemitismus. Nur gibt es hier auch, wie bei der allgemeinen Frage von Solidarität, eine praktische Frage, die mit der Definition zu tun hat. Es ist unklar, was man eigentlich unter Antisemitismus versteht. Da kehren wir wieder indirekt zurück zum Thema Solidarität mit Israel. Was Antisemitismus war, kennen wir Historiker, Soziologen, auch Politiker gut genug. Das, was am Ende seine Krönung oder seinen Tiefpunkt erreicht hat, mit der sogenannten Endlösung der Judenfrage, wo man die Juden als zum ersten Nicht-Deutsche definiert, dann als Nicht-Menschen definiert, als Feind, den man bis zum bitteren Ende bekämpfen soll. Das ist der Antisemitismus, den wir von früher kennen. Wir wissen, es beruht auf Vorurteile, es beruht auf Vorstellungen und Traditionen, die aus der Vergangenheit kommen, aus den verschiedenen Elementen der Vergangenheit. Wie man das bekämpft, das wusste man auch schon vor 1933. Das weiß man umso besser nach 1945. Und das ist eine Aufgabe, die ziemlich klar steht, was Antisemitismus ist, wie man es zu bekämpfen hat. Nur ist die Definition von Antisemitismus
seit Ende des Zweiten Weltkrieges eine facettenreichere Definition geworden. Damit befasste sich auch ein Expertenkreis des Bundestages und die haben die Subkategorien des Antisemitismus klar konturiert. Es gibt den klassischen Antisemitismus, von dem ich jetzt gesprochen habe. Es gibt den sekundären Antisemitismus, nämlich die Leugnung der Shoah, die Versuche, die Shoah entweder zu leugnen oder zu relativieren. Und es gibt auch eine dritte Subkategorie, und das ist eben der Israel-bezogene Antisemitismus. Der ist eben, oder das ist die problematische Subkategorie von Antisemitismus. Denn jeder von Ihnen weiß, quasi automatisch kommt überall die Frage, ist jede Art von Kritik an Israel, jede Art von Kritik an die israelische Politik, jede Art von Kritik an die israelische Regierung, quasi automatisch nicht Antisemitismus? Wenn nicht, wo sind die Kriterien zu entscheiden, wo der Antisemitismus beginnt und wo die legitime Kritik endet? Es gibt einen Versuch auf internationaler Ebene, hier eine Definition zu schaffen. Es gibt eine Definition der IHRA, das ist eine internationale Organisation. Und ich lese die Definition, die dort steht, die Definition, die seit dem Jahr 2016 international gilt, was eigentlich Antisemitismus ist. Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Eine sehr vage, sehr unklare Definition des IHRA, also der Internationalen Allianz zum Holocaust-Gedenken. Das ist die Institution. Wir in Jerusalem haben versucht, eine bessere Definition zu benutzen. Das ist ein Jerusalem Declaration on Antisemitism. Dort sprachen wir von Antisemitismus ist Diskriminierung, Vorurteil, Feindseligkeit oder Gewalt gegen Jüdinnen und Juden, als Jüdinnen und Juden oder jüdische Einrichtungen als jüdische. Das ist etwas präziser, aber damit ist noch nicht gesagt, was eben die Subkategorie israelbezogener Antisemitismus ist. Das Problem mit der Definition des Holocaust-Gedenkens international ist, dass die Beispiele, die man bringt, um zu erklären, was der israelbezogene Antisemitismus ist, so weit gehen, dass erstens Antisemitismus eher mit dem israelbezogenen Antisemitismus identifiziert wird und zweitens, dass beinahe alles, was mit Israel zu tun hat, unter der Rubrik israelbezogener Antisemitismus kommen kann. Was die Jerusalem Declaration of Antisemitism versucht hat, eben zu sagen, nicht nur, was dazu gehört, also welche Art von Bezug auf Israel Antisemitismus heißt, sondern auch umgekehrt, was nicht automatisch als Antisemitismus zu bezeichnen wird. Ich nehme hier ein Beispiel aus diesem Vorschlag. Boykott, Desinvestment und Sanktionen sind gängige, gewaltfreie Formen des politischen Protests gegen Staaten. Im Falle Israels sind sie nicht per se, sehr wichtig, sind sie nicht per se antisemitisch. Da muss man nachschauen, ob die antisemitischen Vorurteile hier eine Rolle spielen oder ist es hier eine Reaktion im Sinne von Boykott, die es sowieso gibt,
gegen Staaten wegen eines Unrechtes, das dieser Staat einer anderen Bevölkerung angetan hat. Oder sehr konkret zu sein, wenn man israelische Waren, die in der Westbank produziert wurden, das heißt in den besetzten Gebieten, wenn man die boykottiert, ist das nicht per se, wenn die Begründung nicht eine antisemitische ist, ist das kein Antisemitismus. Wir befinden uns aber, und deswegen diese lange Einleitung, wir befinden uns in einer Situation, in der man Solidarität mit Israel so versteht, dass beinahe jede Art von Kritik nicht nur an die Existenz Israels, was selbstverständlich schon in den Bereich des Antisemitismus gehört, jede Art von Kritik an die israelische Politik dann als Antisemitismus bewertet wird, dann verfehlen wir eigentlich das Ziel, eben Antisemitismus zu bekämpfen. Wenn wir eine unpräzise Definition von Antisemitismus haben, wenn wir Antisemitismus als Vorwurf benutzen können, wenn wir diesen Vorwurf manipulieren können, ist der eigentliche Krieg gegen den Antisemitismus schon verloren. Ich vergleiche es, ich tendiere das immer wieder zu tun, vergleiche es mit dieser Geschichte vom Jungen, der seine Schafe zu beschützen hat, der immer wieder sein Dorf alarmiert, der Wolf kommt. Und nach zweimal, wo der Wolf nicht gekommen ist, weil es immer nur aus Jux war, kommt der Wolf, und bei diesem in diesem Fall, wo der Junge die Leute zu Hilfe ruft, die Leute nicht kommen, weil sie vermuten, dass es wieder ein Fehlalarm ist. Etwas Ähnliches passiert auch mit dem Alarm Antisemitismus. Wenn man zu viele Fehlalarme versucht hat, kommt in der Stunde der Bewährung die Bevölkerung nicht zu Hilfe. Und das erklärt auch, und damit schließe ich also diese Runde, das erklärt auch, weshalb nach dem Angriff auf Israel am 7. Oktober, wo die Motivation man klar als antisemitisch bezeichnen kann, man kämpft gegen Juden als Juden, man pogromiert Juden als Juden wie in den guten alten Zeiten, weshalb nach diesem Ereignis, nach der Anfangsphase, die Hilfsbereitschaft, die Solidaritätsbereitschaft nachgelassen hat, weil man hier nicht auf der Hut war, man war nicht darauf bedacht, hier den Antisemitismus zu bekämpfen, weil man zu oft früher vom falschen Alarm wachgerufen wurde und deswegen nicht bereit war, wieder in diese Falle zu geraten. Damit schließe ich meine Einleitung. Immer ist die Diskussion viel wichtiger als die Einleitung. Die Diskussion führt mich dort zu den Themen, die für Sie wichtig und zentral sind. Und da kann ich auch erfahren, ob ich tatsächlich das Fundament vorbereitet habe oder über etwas gesprochen habe, was nicht zur Sache ist. Also ich bedanke mich sehr herzlich.